Hallo Rollenspiel- und Zwergenfreunde, es ist Testzeit. Ja, heute gibt es das erste Let's Test von mir, worüber ich sehr spontan entschieden habe, weil ich gestern die Nachricht bekommen habe, dass das Spiel Path of Exile jetzt released wurde. Was ist Path of Exile? Also Pfad des Exils, ein Hack-and-Slay-Spiel wie Diablo. Und wie man hier schon am Hauptmenü erkennen kann, ist es genauso düster wie Diablo gehalten. Nur halt, dass dieses Spiel hier Free-to-Play ist. Also kostenlos über Steam erhältlich sogar, wo ich es mir auch jetzt runtergeladen habe. Und die Entwickler haben auch gleich angepriesen, dass es wirklich ein Free-to-Play-Spiel ist und kein Pay-to-Win. Und ich sag's vorweg, es ist für mich völlig blind. Also ich weiß fast gar nichts über das Spiel. Außer, dass ich mich mal kurz mit den Klassen beschäftigt habe auf der Homepage von dem Spiel. Es gibt insgesamt 7 Stück, wobei die 7. Klasse erst freischaltbar ist, wenn man das Spiel einmal durch hat mit einer der anderen 6. Also die muss man nicht extra dazu kaufen oder so. Die muss man freischalten durch Durchspielen. Also, dann wollen wir mal gucken. Erst einmal sollen wir eine Klasse auswählen. Was haben wir denn da? Den Templer? I fought, wept and bled for God and the Order. I would have died for my Templar brothers. Ja, ja. Every single one. And how do they reward my Also der Templer, es gibt insgesamt 3 verschiedene Attribute. Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz. Und es gibt auch, so gesehen, 3 Klassen, die das unterstützen. Wo haben wir ihn denn? Der Marodeur hier, den ich jetzt gewählt habe, tritt mal vor. Genau, dieser Muskelprotz hier steht für Stärke. Der Ranger oder die Rangerin hier. Man kann wohl hier kein Geschlecht wählen, man kriegt es vorgegeben, so wie man es von Diablo kennt. Ist Geschicklichkeit. Und die Hexe, die Witch, steht für Magie. Also für Intelligenz. Und die anderen 3 sind Kombinationen. Also der Templer, den ich gerade hier hatte, ist eine Kombination aus Stärke und Intelligenz. Also er ist ein Nahkampfmagier. Der Duelist ist eine Mischung aus... Stärke und Geschick. Und der Schatten ist eine Mischung aus Intelligenz und Geschick. Okay. Wir haben jetzt diese 6 zur Auswahl. Und ich bin gerade am Überlegen, was ich nehmen soll. Also den Marodeur, der fällt schon mal weg. So Muskelberge da, die einfach nur draufhauen, sind nicht so mein Ding. Magierklassen mag ich auch nicht so wirklich. Und so Assassinen, also auch nicht so wirklich. Also bleibt bei mir nur der Duelist, der Ranger und der Templer übrig. Für den Anfang nehme ich mal die einfache Klasse, also die, die nur Geschicklichkeit nimmt, den Ranger. Auch wenn ich da eine Frau nehmen muss. Naja. Hier kann ich die Liga auswählen. Also die Art der Schwierigkeit. Ich kann Standard wählen. Bin sogar im Hardcore-Modus. Also wenn mein Charakter stirbt, ist er ganz tot. Ich muss von vorne anfangen. Domination, was macht der? Ah ja, Domination, also es gibt Schreine, an denen Monster spawnen. Und diese Schreine kann man einnehmen, um ihre Power Macht zu bekommen. Und dann gibt es noch... Not a deer's, not a rabbit's, and not mine. Every soul has a birth-given right to live however they will, however they can. I take from the wilderness, and one day it'll take me in return. Oh. Also Nemesis ist das ganz Heftige, weil die Bossmonster oder die Elite-Monster zusätzliche Fähigkeiten haben. Und wenn der Nemesis endet, hier steht sogar, wie lange das geht, also vom 23. Oktober bis zum 23. Februar, geht diese Liga hier.
die hier auch. Also wenn die Liga endet, dann wird daraus eine Standard, wird daraus Standard. Ich nehme einfach jetzt mal Standard fürs erste Mal. Standard. Und gebe hier noch einen Namen. Sylastra. Eine meiner Rollenspielnamen. Ich glaube, den Namen habe ich sogar aus Dings verwendet, den Game Legend of Grimrock. Also für die Mehrspieler-Rollenspiele, zum Beispiel Icewind Dale, verwende ich solche Namen ziemlich gerne, wenn ich weibliche Charaktere in der Gruppe habe. Aber gut, erstellen wir sie mal so. Standardliga, okay. Ah, der Name existiert schon. Okay. Welche Namen hätte ich denn noch im Angebot? Muss ich mal kurz auf meine Liste gucken. Elana, mal sehen, ob sie geht. Ihr Name ist auch schon vergeben. Talisa wird bestimmt auch schon vergeben sein. Amelie vielleicht? Nein, auch vergeben. Puh. Raya? Okay, man merkt schon, ziemlich viele spielen das Spiel oder haben es gespielt. Die ganzen Namen sind schon vergeben. Zukunftflex geht leider nicht. Sylastria? Oh ja, der Name geht. Der Zwielichtstrand wird geladen. Hä? Okay, jetzt muss ich mich wieder frisch einloggen. Und da ist sie schon. Also kann ich mit ihr spielen jetzt oder geht das nicht? Lande ich jetzt ständig im Hauptmenü? Nein, ich kann. Sie haben den Zwielichtstrand betreten und wir liegen mitten im Wasser. Können rumlaufen. Ist ziemlich nah dran gezoomt. Hm? Okay. Sterbender Verbannter. We're all that made it. They dumped 2 dozen of us exiles off that ship. Guess that makes us the lucky ones. Luckier than this poor bastard beside me. At any rate. Splinter sticking out. Okay, wir werden gleich. Also alt gedrückt halten, das kennen wir ja alles. Jetzt lass mal kurz gucken, was wir hier haben. Also wir haben Micro Actions Trash. Ah ja, der Shop, okay. Ich muss mich jetzt hier selber erstmal kurz zurechtfinden. Da haben wir Tränke. Ah, das ist nützlich. Hier steht, diese Flasche füllt sich automatisch nach, wenn wir Gegner töten. Hier haben wir unsere Fähigkeiten. Die sind nicht mehr auf 1, 2, 3, sondern auf Q, W, E, R, T. Und 1, 2, 3, 4, 5 sind die Tränke. Hm. Interessant gemacht. Lebenspunkte und Mana. Charakterpanel, den haben wir hier. Wir sehen schon, das meiste haben wir auf Dexterity. Und Standardangriff. Sozial. Passiv Skills. Das hier ist das Heftigste an dem Spiel. Davon habe ich nämlich schon gehört. Und wenn ich sie jetzt so ansehe, wird mir schwindelig. Und zwar ist das hier der Skillbaum. Und zwar für alle Klassen. Und wir können uns halt hier durch den Skillbaum durch Fähigkeiten aussuchen. Also angeblich
glaube, die Sachen hier stehen. Das hier sind die Ausgangspunkte für die anderen Klassen. Würde ich mal tippen. Ja. Da will ich wieder raus. Dankeschön. Wo ist denn das Inventar? Das will ich mir eigentlich mal angucken. Das ist nur der Charakter. Karte. Oh. Sieht ein bisschen, naja, seltsam aus, die Karte. Ich hätte liebend gerne eine Übersichtskarte da oben. Inventar. Naja, ist so, wie sie auch, wie sie normalerweise ist. Kann ich das hier jetzt irgendwo hinziehen? Ah ja, das kann ich sockeln. Kann ich das auch irgendwie wieder rausnehmen? Ja. Hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann Pfeile hier reintun und sie auch wieder rausnehmen. Und cool, da kriege ich sogar eine neue Fähigkeit. Ah, okay. Gut zu wissen. Jetzt gehen wir mal den Strand hier entlang. Also wirkt schon mal recht dunkel das Ganze. Gehen wir mal von der Leiche vorsichtshalber weg. Wow. Okay, ist ziemlich düster und blutig. Ja, das sieht albern aus. Kann ich zufällig Helm ausschalten? Das hier auf jeden Fall einschalten. Übersichtskarte. Web zentrieren will ich nicht. Aus wie Zoom. Ah, ich kann nur ranzoomen, weiter rauszoomen. Kann ich nicht. Schade. Helm ausschalten geht leider noch nicht. Okay. Aber so habe ich wenigstens mal die Übersichtskarte an. Und ja, Zombies stehen auf. Und kommen auf uns zu. Kennen wir alles. Ja, mit dem Feuerpfeil machen wir noch mehr Schaden. Okay, wir haben eine Weste gefunden. Die Sachen können wir zerschießen. Also mit Dunkelheit und Blut wird hier schon mal nicht gegeizt. So. Ist aber schon mal ganz atmosphärisch hier. Das Wasser sieht auch nicht schlecht aus von der Grafik. Noch ein ertrunkener Zombie. Und diese Sandkriecher. Ich glaube, das sind die einzigen Gegner jetzt hier im Anfangsgebiet. Ah ja, und hier wird mir dieser kleine Wasserlauf angezeigt. Und ich dachte schon, wo ist da Wasser? Naja, die Karte ist noch nicht ganz so wirklich, wie sagt man, Ob der Transportation und Eisenstiefel. Ziehen wir das Ganze mal ein. So. Und die Fässer können wir einfach auftreten. Sogar ein bisschen mit Physik-Engine. Auf jeden Fall nett gemacht. Da oben ist wieder der Strand. I'm still breathing. That's a good sign. Ja, das ist wirklich ein gutes Zeichen, dass sie noch atmet. Oder dass wir noch atmen. Okay, wir haben hier wirklich nur Sandsplitterviecher, wo wir uns durchballern. Levelt das Ding irgendwie? Weil es mir hier angezeigt wird. Wir haben auf jeden Fall einen Skill Point. Den können wir jetzt mal vergeben. Attack Speed oder Life? Nehmen wir mal das hier.